Hallo, mein Name ist Roman Karlczek und es freut mich an dieser Stelle, euch wieder begrüßen zu dürfen. Nun, meine Videos sind ja nicht mehr so, dass sie im Wochentakt kommen, sondern nur dann, wenn ich etwas finde, was ich für mich in Anspruch nehme, zu sagen, das könnte meine Fototasche passen. Meine Fototasche ist eigentlich voll. Ja, was zeige ich euch heute? Ich zeige euch heute das brandneue Tamron-Objektiv 11-20, also 11 mm auf 20 mm Brennweite mit einer Durchgangsblende von 2.8 für den X-Mount. Nun, ich habe dieses Stück schon vorab bekommen, ich darf aber heute erst ausstrahlen. Ja, das ist eine Abmachung mit der Firma Tamron gewesen, weil es weltweit so ist, dass der Verkauf damit beginnt, also die Bestellung möglich ist von diesem Objektiv. Und ich kann euch nur sagen, da ist Tamron wirklich etwas gelungen für den X-Mount. Also dieses Objektiv gibt es ja eigentlich schon für Sony, ja, aber für den X-Mount jetzt ganz neu. Und ihr werdet im Laufe dieses Videos erkennen, was da für ein Potenzial drinnen steckt. Eines vorweg, ich kann leider heute nicht mit den üblichen Charts dienen. Ich habe mir hier in meinem Studio, und daneben ist eben der Heizraum, eine umweltschonende Wärmepumpe einbauen lassen. Ich bin weg vom Gas, ja, werden sicher viele begrüßen, diesen Schritt. Aber während der Inbetriebnahme, nach den 5 Tagen Umbauen, ist ein Ventil kaputt geworden bei der Inbetriebnahme und hat hier Wasser verloren. Und das Wasser war hier ein paar Millimeter am Boden, das hat sich vom Heizraum hier herausgezogen. Wir haben das zwar alles abgesaugt, ihr wisst, mit den üblichen Mitteln, wir haben auch aufgewischt, aber die Verdunstung des Restwassers hat dazu geführt, dass sämtliche Charts, die an meinen Wänden sind, diese Feuchtigkeit aufgenommen haben, die haben sich jetzt gewellt. Ich kann mit den Ergebnissen kann ich nicht dienen. Ich untermauere gern meine Aussagen immer wieder mit diesen Testcharts, warum ich zu einem Ergebnis komme, aber wirklich Hand aufs Herz. Ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen für euch geprüft. Ja? Und am Ende erhaltet ihr wie immer von mir ein objektives Statement, das ich auch vertreten kann. Ja? Also seid gespannt, was da abgeht mit diesem Objektiv. Es ist wirklich interessant. Es geht los. Dieses Video wurde durch niemanden gesponsert, aber durch die Zusammenarbeit mit der Firma Digital Store und deren Partnerfirmen ermöglicht. Ja, heute mal ganz anders, nicht im Studio, wegen den Problemen mit den Testcharts, sondern wirklich live hier. Und ich teste jetzt hier das ganz neue Tamron, das erst am 12.05. am Markt kommt. Das 11-20 mit einer Durchgangsblende von 2.8. Ja, ich muss sagen, ich bin bisher begeistert von diesem Objektiv. Es macht wirklich Spaß, es ist extrem leicht, es hat eine tolle Schärfe, es hat eigentlich ein tolles, wie soll ich sagen, Kontrastverhältnis. Wir schauen es uns jetzt miteinander an, die Bilder, die jetzt hier entstanden sind auf der WU, also Wirtschaftszone in Wien, im zweiten Bezirk beim Prater. Eine tolle Location für Leute, die gerne Architektur shooten. Also ihr seht hier, wenn man sich da umschaut, da ist wirklich was passiert, da ist sehr innovativ gearbeitet worden. Und ja, ich hoffe, ihr habt so viel Freude jetzt an den Bildern wie ich und überlegt sich dann, ob das zu euch passt, dieses Objektiv.
So, ich möchte euch jetzt die Abbildungsleistung mal näher zeigen. Ja. Wir haben zuerst die Bilder gesehen im Ganzen, ja, und jetzt möchten wir mal in die Details gehen. Und mit meiner XR2, die ja bekanntlicherweise 40 Megapixel schafft, etwas mehr als 40, da schauen wir uns jetzt einmal an, wie detailgenau ist dieses Objektiv. Ja. Also ich gehe mal in die 1:1, also in 100%, ihr seht es ganz scharf. Also wirklich, wirklich super Auflösung. Ja, diese Bilder sind aus einer anderen Serie, aber dennoch möchte ich euch sie zeigen. Und ihr seht auch, da wird alles bombenscharf, wirklich ratenscharf abgezeichnet. Das ist ganz toll. Gehen wir mal wieder weiter zu einem nächsten Bild. Schauen wir uns das nächste Bild vielleicht an. Ja, und hier. Ja. Also noch einmal, dass ich es gleich dazu sage, mir gefallen fallende Linien. Ja, ich mag das. Ich mag diese Dynamik von Fotos, wo man zwischen den Wolkenkratzer stehen und die fallen über einen zusammen. Das ist mein Stil. Ja. Das muss nicht jedem gefallen. Und ja, aber ich mag das. So, und jetzt schauen wir uns mal Details an. Schauen wir uns mal Details an. Da seht ihr ja die Tonalität, die Zeichnung. Ja. Also extrem gute Verzeichnung. Das ist wirklich alles super. Ja, wenn es da am Rand ein bisschen unscharf ist, ich sage es noch einmal dazu, wir sprechen von einem Extremweitwinkel mit 11 mm. Ja, und da muss am Rand, ist ja Verzerrung da, ja, und ist nicht ganz scharf. Das ist einfach so. Also bei so einem Dehnungswinkel hat man das immer. Ja. Gut, nächstes. Schauen wir uns das nächste Bild an. Ja, auch hier, ja, ich gehe wieder ins Detail, dass man so Details und schaut einmal die Glasfassade an, wie sauber die gezeichnet ist. Ja, also mir gefällt das so extrem gut, wie der Kontrast von diesem Objektiv ist. Klarerweise, ich habe das in Schwarz-Weiß geschossen, absichtlich. Ich wollte das so, ja. Das ist nicht da versehen und ist auch nicht bearbeitet. Alle Bilder, die Sie hier seht, sind OOC, also Out of Cam, unbearbeitet. Da gibt es nicht einmal eine Helligkeitsanhebung, da ist nichts. Das ist so, wie es aus der Kamera kommen und vom Objektiv geliefert werden. Ja. So, schauen wir uns das nächste Bild vielleicht nochmal an. Ja. Auch hier wieder, da möchte ich euch ein Detail zeigen, das hat mich fasziniert, ja, wie ich mir das erste Mal angeschaut habe. Schaut mal, wie sauber der Raster da kommt am Bild. Ja. Also das ist 100% Auflösung und schaut euch das an. Also gefällt mir irrsinnig gut, irrsinnig gut. So, und jetzt sind wir bei dieser Serie, wo es vorher in den kleinen Film schon gesehen habt. Und warum zeige ich euch diesen Raster? Ganz einfach, um euch wieder zu beweisen, was für eine Auflösungsqualität dieses Objektiv hat. Schaut mal den da. Ja. Wir sind am Rand, ja, ist klarerweise, das habe ich schon gesagt, der Rand ist eben, da verzieht sich einiges und da ist ein bisschen nicht so scharf, aber trotzdem, schaut euch, wie der sauber aufgelöst wird. Ja. Schaut euch, das ist, also ich finde das fantastisch. Da hat Firma Tamron wirklich etwas Gutes geleistet und jetzt gehen wir nochmal in 100% rein und da soll sich jetzt wer aufregen über die Auflösung. Ja. Schaut euch das an, ja. Schaut euch den Verlauf an, schaut euch das an. Das ist wirklich erste Sahne, was man da sieht. So. Ich möchte hier zu ein paar andere zu Details, ja, schauen wir uns hier auch die Details an. Ja. Also, sauber gezeichnet, die ganzen Muttern, mit dem die Fassade verschraubt ist. Also, mir gefällt das dermaßen gut, das Ganze. Auch hier gehen wir mal ins Detail. Ja, schauen wir uns einmal vielleicht ein Detail an. Schaut einmal. Cool. Das finde ich einfach nur mehr cool. So, warum sehen wir da jetzt so wenig? Weil das Ganze Desktop gewesen wäre. So. Und auch hier. Ganz toll, ganz toll. So, vielleicht habe ich noch ein Bild. Ja, vielleicht schauen wir uns das an. Das ist auch sehr interessant. Und zwar, ihr seht, wie sauber diese Tonalitäten, diesen Kontrast, was das liefert. Ja? Und Schärfe braucht man nicht reden, da sieht man sogar den Code von den Vögeln. Also, das sollte jetzt keinen Zweifel mehr offen lassen, dass dieses Objektiv nicht genug Auflösung abliefert und nicht genug Leistung liefert für die XH2 und das sind einmal 40 Megapixel. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass andere Modelle von Fuji, die nur 26 Megapixel haben, auch von diesem Objektiv profitieren. Aber gehen wir mal ins Resümee. Ja, was sagt ihr zu diesem Objektiv? Ich finde es cool. Ich finde es echt cool. Das Gewicht, ein wirkliches Leichtgewicht. Ja. Was man nicht hat, ist eine Stabilisierung drinnen. Ja. Die Stabilisierung muss von der Kamera kommen oder ihr könnt so ruhig fotografieren, dass ihr keine Stabilisierung braucht. Ja. Und bei hohen Verschlusszeiten, wissen wir auch, ist das auch nicht mehr notwendig. Aber
dieses Objektiv ist wirklich etwas, was ich mir überlege anzuschaffen. Ja. Ich habe zwar schon ein Objektiv in dieser Brennweite, aber dieses Objektiv mit einer Durchgangsblende von 2.8 bietet mir die Möglichkeit, auch in lichtkritischen Situationen noch ohne hochzuschrauben, ohne die ISO hochzuschrauben, etwas zu tun, etwas an Leistung abzuverlangen. Schärfe, glaube ich, braucht man auch nicht mehr diskutieren. Wir haben es gesehen, dass ein Weitwinkel in den Ecken verzerrt. Das ist nichts Neues. Das muss einem jeden bekannt sein. Ja. Dass es auch in den Rändern dann nicht mehr hundertprozentig scharf sein kann, aufgrund der Verzierung, ist auch klar. Dass die Kamera diese Polsterbildungen von diesem Objektiv, die entstehen, nicht korrigiert, weil es nicht von der Herstellerfirma ist, ist, glaube ich, auch jedem klar. Und jetzt bleibt eigentlich nur eins übrig. Warum soll ich mir gerade dieses Objektiv kaufen? Meine Überzeugung ist, aufgrund der Lichtstärke, ja, und was angeboten wird, das ist cool. 11 mm, 20 mm. Wir wissen, es gibt das von der Hersteller, von Fuji noch ein Objektiv, das hat 10 mm, 24 mm und hat eine Blende bis 22. Hier ist die Blende bis 16. Vollkommen genügend, finde ich, ja, und ist auch bis zur letzten Blende eigentlich scharf. Und das hat mich auch sehr gewundert, weil normalerweise ist dann immer irgendwo ein Knick, ja, da fängt wieder die Beugung an. Hier habe ich es nicht stark wahrnehmen können, wo die Beugung beginnt. Nochmal, am Rand, klarerweise, ist eine Verschlechterung zu sehen, weil es eben durch diese hohen Biegungsradien, die ich jetzt brauche, damit ich diesen Blickwinkel einfange, natürlich zu solchen Verzerrungen kommen kann. Ja, ich bedanke mich an dieser Stelle bei der Firma Tamron wieder mal und natürlich bei meinen Fotohändler, die Firma Digitalstore in Wien, dass sie mir das ermöglicht haben, dass ich das testen durfte. Es war mir echt ein Anliegen, dieses 11-20er war mir echt ein Anliegen, das einmal zu testen. Und ich bin gespannt, was ihr zu diesem Objektiv sagt, weil heute wird wahrscheinlich eine Vielzahl von solchen Videos mit dem 11-20er im YouTube erscheinen. Und ich bin schon gespannt, wie eure Meinung dazu gebildet wird von den anderen YouTubern, die sich zu diesem Objektiv äußern. Alles Gute an meine deutschen Freunde, ein Tschüss, an meine Schweizer Kumpels, ein Salü, an meine österreichischen und bayerischen Freunde, ein Servus, wir sehen sich. Bis dann, Roman Kabelcheck, ciao.